Überführung des Intercity 2005 zur Abstellung in Singen-Hohenwil, 20.04.2014. Du bist planmäßig um 16.50 Uhr mit dem Intercity 2005 Bodensee, Emden-Konstanz am Endbahnhof angekommen. Alle Fahrgäste haben den Zug verlassen und du hast die Lok umgesetzt. Nun muss der Zug nach einer kurzen Wartezeit noch zur Abstellung nach Singen-Hohenwil überführt werden. Dann hast du auch Feierabend. Zuglok BR101016, PZB Zugart O, VMAX Streckengeschwindigkeit, gute Fahrt. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022 und ich hoffe natürlich, dass es euch und euren Liebsten wie immer soweit ganz gut geht. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Fahrt. Und wir sind mal wieder mit einer schönen 101 unterwegs, aber diese 101 ist aus dem Upgrade-Pack von Railomani. Und deswegen dachte ich mir doch mal, dieses Szenario packen wir aus und checken mal dieses schöne Upgrade-Pack mal durch. Schauen, was da so neu ist. Irgendwie habe ich gelesen, oben soll jetzt hier eine GPS-Antenne angebracht worden sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die ist. Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ding hier die Antenne ist. Würde ich jetzt mal sagen. Das sieht nämlich ziemlich verdächtig nach einer Antenne aus. Das ist ansonsten hier oben. Der Rest ist ja nur vom Stromabnehmer, beziehungsweise hier Teile zum Entgegennehmen des Stroms. Genau. Und ansonsten, das Licht wurde wohl auch überarbeitet. Wow. Nicht schlecht. Ja, genau. Kann ich euch gleich nochmal sagen, was wir sonst noch so Neues dazu haben. Ansonsten, Fahrgäste müssen wir sowieso nicht mehr aufnehmen. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis wir raus dürfen. Deswegen, beziehungsweise weiter dürfen. So, alles Notwendige haben wir dazu geholt. AFB können wir auch aktivieren heute. Machen wir mal auf 100. Zack. Fahrtrichtungswender natürlich auch auf vorwärts. Einmal noch die Bremsen trotzdem anziehen, doch. Und genau, jetzt kann ich nochmal kurz schauen. Das war was anderes. Wo habe ich denn jetzt hier das Upgrade Pack? Hier. Zack. Zack, zack. Und, meine Lieben. Also über 30 verschiedene Varianten aus heutiger und längst vergangener Zeit sind mitgeliefert, welche mit neuem Licht und einer GPS-Antenne ausgestattet wurden. Sehr schön. Unter anderem haben wir die 101 Merian Bahn BKK 50 Jahre Intercity 50 Jahre Technisches Hilfswerk, der Tour Wien UNICEF 15 Jahre Starlight Express Bahn BKK Verkehrsrot 142 Verkehrsrot in dreckiger Variante, DIN-Lackierung, also diese, ihr wisst ja, die DIN-Normen, da gibt es ja auch nochmal eine Werbung für, oder gab es mal eine Werbung für, ich glaube, die verkehrt nicht mehr. 50 Jahre Jugendvorspiel Marsch, Bundesverband Deutsche Eisenbahnfreunde, eingetragener Verein. Bayer Makrolon, Hightech Kunststoff für CDs. 160 Jahre Märklin, Bayer Leverkusen, die Adler Mannheim. Die kennen wir übrigens schon, die 101 aus dem Bonuspack von TTB. Aus dem Jahr 2014, wenn ihr euch noch erinnert. Das war ja auch nochmal eine ganz wilde Nummer. Dann haben wir noch Zeit für Gold, Paralympische Spiele Tokio 2020, die ist ja aktuell, Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt, Bayer Makrolon Hightech wieder, Kunststoff für CDRS tatsächlich. Dann haben wir noch die Polizeiberatung, so schützen sie sich vor Kriminalität, Bayer Kompetenz und Verantwortung, da links noch ein Flirt 3 der Seehass, hat auch einer übrigens geschrieben, der fängt ja demnächst eine Ausbildung an, Grüße gehen raus. Dann haben wir noch Packendes Südafrika, Bayer Garten, Aspirin plus C, Energiewende, Eintracht Frankfurt, AGFA, AGFA meine ich, 500 Jahre Reformation, Wissen zieht, Klaus Schierer Preis und Hertha BSC. Genau, die sind alle mit dabei. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu installieren, allein wegen der GPS-Antenne. Und das dann auch unsere Ausfahrt. Na dann, würde ich sagen, gucken wir nochmal ein kleines bisschen raus. Aber hier passiert jetzt sowieso nichts Besonderes mehr. Ja, hier ist es auch immer wieder nice.
Wenn man aus Konstanz rausfährt. Ich finde den Bahnhof auch irgendwie so schön. Der ist so schön tief. Man muss da richtig hochklettern, wenn man in den Wagen will. Hier die Ausfahrt ist wirklich eingleisig. Eine ganz schöne Idylle hat es. Also, die können sich schon echt glücklich schätzen, dass sie hier so eine tolle Ausfahrt haben. Die Konstanzer Bewohner. Ah, schön. Eigentlich müssten wir jetzt nochmal in die Außenansicht gehen. So schön von oben, so. Das war gerade hier ein bisschen Trainspotten, wie mit einer Drohne. Unter uns natürlich der Rhein. Und nebenan der Bodensee. Auch wunderschön das Wasser hier. So. Können wir eigentlich schon längst hoch auf 60. Aber ich wollte es nicht allzu schnell vergehen lassen. Die Idylle. So, jetzt muss ich aber nochmal gucken. Konstanz, das müsste doch. Genau, das war der Rhein, den wir unterquert hatten, der dann im Bodensee mündet. Sie So, genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir durchfahren jetzt übrigens gerade den Bahnhof. Welcher war das? Welche Kilometrierung haben wir hier? 412, das war Konstanz-Petershausen, ne? Jawolski. Sehr gut. Und dann dürfen wir hier auch schon auf die 140 ganz entspannt hochbeschleunigen. Schade, dass wir hier kein Zuglängenmesser drin haben in der 101. Aber ich sag mal ab da vorne. So lang sind wir, glaube ich, heute nicht, oder? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wagen. Habe ich auch gar nicht so Unrecht gehabt hier. Ich würde eigentlich ab dem Sperrsignal beschleunigen. Die Länge kommt auch ungefähr hin. Ich würde mal sagen, das können wir jetzt auch machen. Ich glaube, das letzte Mal, wie wir hier unterwegs waren, übrigens jetzt durchfahren wir Konstanz Fürstenberg. Und als nächstes durchfahren wir dann Wolmatingen. Das letzte Mal, wie wir hier auf der Strecke unterwegs waren, da sind wir mit dem, was war das da nochmal, mit dem 612er, dem Regio-Swinger, sind wir hier rüber geballert. Wo ich doch so erstaunt war, dass der irgendwie so eine richtig krasse Beschleunigung auf einmal hatte, irgendwie so eine Raketenbeschleunigung gefühlt. Aber war auch eine nice Fahrt. Genau. Und hier dann Konstanz-Wolmatingen. Und dann kommt noch bei 408,4 der Bahnhof Reichenau in Baden. Und Singen-Hohenwil erreichen wir bei Kilometer 384,1. Wo sich interessanterweise die Abstellung befindet. Ist auch ein sehr schöner Sommerabend anscheinend, schon 17:08 Uhr. Wobei, was haben wir nochmal für ein Jahr? 2014, aber ich glaube, das war doch ein. War das ein Spätsommermonat? Weil es ist schon Dämmerung hier. Deswegen, es kommt ja dann eigentlich eher nicht vor, dass man im Sommer schon um 17 Uhr eigentlich Dämmerung hat, sondern da ist es dann auch hell. Mehr oder weniger. Reichenau, genau. Ja, der Kollege muss jetzt hier bremsen und wir ballern einfach schön durch. So muss das.
Ja, die Strecke begleitet uns auch schon echt lang im Train Simulator. Mal wieder schön hier lang zu fahren. Wir müssen auch mal irgendwann auf der Erweiterung da Hausach Konstanz fahren. Ne, Hausach Willing. Auf jeden Fall da Richtung Hausach müssen wir. Ne, ist nicht Hausach, oder? Wie heißt denn jetzt die weitere Erweiterung hier? Wartet mal. Wo ist Filling? Auf meinem Fahrplan hier. Wo bist du? Wo bist du? Aha. Da. Da waren wir. Filling, genau. Doch, Hausach. Doch, das war die Bahnstrecke Hausach-Filling. Müsste es gewesen sein von Transim Germany, von TSG. Genau. Auf der müssen wir nochmal ein zweites Mal fahren demnächst. Da hatten wir mal einen Einsatz für den Kran. Nach einer entgleisten Geschichte da. Ich weiß leider nicht mehr, welche Lok das war, aber das war auf jeden Fall ein kleines Zugunglück, wo wir hingefahren sind. Könnt ihr mal eingeben bei YouTube Trainteacher und dann BR218 und dann sollte die Fahrt kommen. Ich muss aber sagen, dieses kleine Additional da oben auf dem Dach mit der GPS-Antenne, das ist schon echt cool. Also muss ich sagen, macht nochmal irgendwie ein bisschen mehr von der Lok her. Und auch schön diese Oldschool-Lichter. Ja, an die 101 habe ich auch gute Erinnerungen. Aber so ist das eben mit der Zeit. Werden sie immer weiter abgelöst, ne? Zum Teil habe ich auch auf Insta gesehen, dass ja einige sogar verschrottet wurden schon. Wo ich mir dann auch so dachte, das tut ja schon echt weh im Herzen. Aber so ist es eben mit dem Wandel der Zeit. So, jetzt sind wir schon gut weit gekommen und dann haben wir noch circa, wie viel Kilometer jetzt? 16 vor uns. Schwarzwaldbahn von Offenburg. Offenburg, das gute alte Offenburg, genau. In Offenburg kommen sie zusammen. Der Bahnhof, wenn es Richtung Konstanz oder Richtung Basel gehen soll. Hierdurch fahren wir jetzt übrigens den Bahnhof. Wo ist er denn? Perfekt, der ist einfach gar nicht eingetragen. Kurz Kollegen gegrüßt. Ah. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Habe ich so viel auf dem Buchfahrplan geguckt, wollte euch unbedingt sagen, wo das war. Hab dann vor einem Kilometer die 110er Ankündigung leider verpasst. Da hat uns in der GPA einmal reingegrätscht. Aber was war denn das jetzt hier für ein Baum? Ach, Makelfing war das. Er war da so versteckt zwischen zwei. Na dann.
Zum Glück sind keine Fahrgäste mehr an Bord. Einmal Fahrregler auf 0. Und weiter geht's. Zum zweiten heute. Hier haben wir den Fernmelder. Oh, ein schönes Foto. Schaut euch das mal an. Na dann, Freunde, weiter geht's. Genau, Markelfing sind wir durch. Als nächstes durchfahren wir dann Radolfzell bei 394.2. Da haben wir mal wieder eine Ankündigung für die 70. Wie wir jetzt übrigens auch gerade... Ja, müssen jetzt die durchfahren, weil ich nicht durchgeballert habe mit der Power. Hab den Fahrregler in der mittleren Position gehabt. Stellen wir einfach die AFB gleich entsprechend ein. Mit der Tour nach Wien. Ah. Was haben wir denn hier Schönes? Zugbeeinflussung. Na, wenn das so ist. Ah, wobei, ich bremse mal heute mit der E-Bremse. Ist unser Licht eigentlich noch an? Ja, ich glaube schon, ne? Jetzt muss ich mal kurz lügen. Ja, okay. Als ich ja nämlich gerade den Kollegen grüßen wollte, wusste ich jetzt nicht, ob das irgendwie blöderweise ausgegangen war oder sowas. Können wir mal kurz lüften, solange wir hier nicht allzu schnell fahren. So. 500 Hertz ist aktiv. Ah, da ist er wieder schon auf Fahrt gesprungen. Sehr schön. Ach, doch nicht. So. Ja, dann müssen wir mal kurz warten, ne? Schauen wir mal, was da vorne los ist. Der Abschnitt vor uns ist wohl wahrscheinlich ein Zug, ne? Schauen wir mal. Wen haben wir da vor uns? Welchen Kollegen, ne? Na? Ach, wir haben gar niemanden vor uns. Okay. Na, wenn das so ist. Die Fahrdienstleitung hat uns gesagt, wir dürfen rüber. Mit Befehl 40. Dann machen wir das doch mal. Zugbeeinflussung. Gut, dann heißt es jetzt erstmal 50 km/h. Ne, auf Sicht bis zum nächsten Signal. Bis zum nächsten Hauptsignal. Wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob es... Ne, 50 können es ja nicht sein, wenn wir im Wechselblinken sind und befreien dürfen wir uns ja auch nicht. Ob es jetzt... Aber ich hatte mal 50 als Zahl in Erinnerung. Okay.
Jetzt hat er sich automatisch, sind wir aus dem Wechselblinken raus, alles klar. Aber ich glaube ja mit 50 war das auf Sicht, ne? Bis zum nächsten Hauptsignal und dann... würde es weitergehen. Korrigiert mich gerne dahingehend. Bin mal gespannt, ob 50 die richtige Geschwindigkeit war. Ah, grün ist es. Dann können wir auch schon weiter hoch. Sehr gut. Ich glaube, hier haben wir weiterhin 110. 100, alles klar. So, zack. Ja, ich habe immer mal wieder Probleme mit meiner 294. Die würde jetzt ja eigentlich auch noch irgendwo erscheinen, dreimal. Aber das Problem ist irgendwie seit Jahren, Freunde. Ich sag's euch, wie es ist. Hier sind die 100 wieder. Warum sind denn jetzt auf einmal hier die 100? Die waren gar nicht im Dings drin. Jetzt habe ich mich tatsächlich... Achso, doch, alles gut. Ich dachte schon irgendwie... Ach Mensch, ich dachte schon, wir wären zu schnell. Vergesst, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, die 294, seit Jahren habe ich ein Problem mit der. In irgendwelchen Szenarien, wenn sie drin ist, sie lädt nie. Ich habe sie 10-mal installiert, sie lädt nie, sie lädt nie, sie lädt nie. Und auch heute wieder. Die Final-Variante runtergeladen, installiert, auch nicht. Also, die will irgendwie seit Jahren bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wir fahren jetzt erstmal schön entspannt die 160 aus. Bis wir dann in 6 Kilometern unseren Endbahnhof erreichen. Okay, hier sind wir jetzt gerade durchgefahren durch den Bahnhof Böhringen-Rickelshausen. Auch eine sehr schöne Landschaft hier, wohlgemerkt. Kurz ein bisschen genossen hier die Gegend. Ja, hier war immer so ein Punkt, glaube ich, Vorsingen Industriegebiet, oder wenn wir da durchfahren, dass dann das Game mal kurz einen ganz schön großen Nachladeruckler hatte. Schauen wir mal. Genau, ist dann Singe Industriegebiet der Bahnhof. Geschwindigkeitsankündigung 30. Yo! Warum funktioniert die E-Bremse nicht? Ich hab doch. Oh Mann, ey, wirklich. Versteh nicht, warum die dann nie auslöst, ey. Das geht mir so tierisch auf den Senkel. Es klappt nie. So, die 30 ist schon ab hier, ne? Ach du Himmel. Na gut. Dann machen wir mal die 30 schon ab hier.
Na, schön. Auch so ein Szenario, mal, dass wir eine kleine Überführung machen hier, nachdem der Zug schon seinen eigentlichen Auftrag erfüllt hat. Coole Sache. Jetzt muss ich mal den F3-Monitor dazu holen. Okay, da, Zugbildung. Singen 011. Alles klar. Oh, da rechts haben wir eine schöne kleine Abstellung sogar. Schaut euch das an. Da haben sie wirklich dann den RS1 zwischengepackt. Das passt halt aber auch von der Länge. Guckt euch das an. Geile LED-ZZA, aber der steht da wirklich ganz entspannt einfach rum und kann dann da Wände machen. Nice. Da ist ein Kollege, ne? Jawohl. Mit einer verkehrsroten 101. Mal kurz den Kopf hier einziehen, damit wir den nicht stoßen. Ne? Und auch dieses schöne Grundrauschen der 101. Ach, das ist so schön einfach. Mensch, da freut man sich doch. Na dann, 500 Hertz, einmal bitte Hallo sagen. Da ist er. SIFA nochmal bestätigt. Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht allzu weit vorfahren, ne? Und stopp. Ja, sehr coole Sache. Auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, Fahrtrichtungswende raus. Hauptschalter raus. Und, ah, schade. Wollte ich gerade noch ein bisschen weiter abrüsten. TXD. Ach ja, das ist der, Name des Erstellers von dem Szenario. Zielort erreicht. Das war's. Ende des Szenarios. Sehr schöner Abschluss. Genau, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir raus. Können wir jetzt noch was machen? Nee, können wir leider nicht. Schade. Dachte, jetzt können wir nochmal was machen. Und dann würde ich einfach an der Stelle sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Mitfahren heute. Bleibt schön gesund. Ich hoffe, diese kleine Fahrt hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten wieder. Bleibt schön gesund. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Und wer bis hierhin mitgeguckt hat, du bist cool. Ciao.